Damen und Herren, es ist mir eine außerordentliche Freude, Frau Fioza Osmani-Sadriou und ihre Delegation auf unserer Ehrentribüne willkommen zu heißen. Frau Osmani-Sadriou ist hier in ihrer Funktion als Präsidentin des kosovarischen Parlaments. Seit dem letzten November ist sie aber auch amtierende Staatspräsidentin. Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir hier eine Parlamentspräsidentin und eine Staatspräsidentin in Personalunion begrüßen dürfen. Wir haben Frau Osmani-Sadriou zu einem Gegenbesuch in Bern eingeladen, nachdem sie im November 2020 die damalige Nationalratspräsidentin Isabelle Moret sehr freundlich in Pristina empfangen hatte. Unsere Länder sind auf vielen Ebenen eng miteinander verbunden. Die Schweiz hat Kosovo vor fast auf den Tag genau 13 Jahren am 27. Februar 2008 als unabhängige Republik anerkannt. Im Rahmen der Schweizer Ostzusammenarbeit gehört der junge Staat zu den Schwerpunktländern der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Zudem engagiert sich die Schweizer Armee seit 1999 in der Friedensförderung vor Ort. Im Juni 2020 stimmten wir hier im Parlament einer Verlängerung des Viscoi-Einsatzes bis 2023 zu. Und nicht zuletzt ist die Schweiz Heimat einer bedeutenden kosovarischen Diaspora, der größten außerhalb des Kosovo. Die Kosovo-Schweizerinnen und Schweizer leisten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft, zum kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Leben an beiden Orten, der Schweiz und Kosovo. Sie bauen Brücken zwischen der Schweiz und dem Kosovo. Dieser offizielle Gegenbesuch zeugt vom Willen unserer beiden Länder, diese Beziehung auch auf parlamentarischer Ebene zu festigen. Während ihres offiziellen Besuchs in Bern hat sich Frau Osmani-Sadriou auch mit Ständeratspräsident Alex Kuprecht und Bundesrat Ignacio Cassis ausgetauscht. Ich hoffe aufrichtig, dass sie während ihres Besuches die politischen Besonderheiten unseres Landes kennenlernen und ihr Aufenthalt trotz der Covid-Bedingungen, Einschränkungen inspirierend und erfolgreich ist. Seien Sie ganz herzlich willkommen.